Hallo ihr Lieben, das ist wieder eure Katrin und heute möchte ich euch einen absoluten Giganten vorstellen mit sage und schreibe 75 cm Länge und 35 cm Höhe, so wie das Modell hier steht. Ich hatte euch bereits die kleinere Version davon vorgestellt, von Beryu, Gosnell, was auch immer, so heißen die Firmen, ja, oder die Firma. Und es ist ein Diplodocus und von diesen beiden die größere Variante. Wie gesagt, die kleine Variante habe ich euch schon vorgestellt. Zum Schluss, zum Ende dieses Reviews, werde ich beide nochmal im Dinoversum zusammenstellen. Und jetzt kommen wir erstmal zu diesem extremen Modell. Das Material ist gummiert. Ich denke mal PVC oder sowas. Es ist sehr leicht. Es ist ein Hohlkörper. Man sieht es hier. Ja, es ist recht flexibel. Ja, aus ziemlich hartem Gummi und so. Und die Farbgebung, okay, es ist ziemlich grell, wäre auch noch ein guter Repaint-Kandidat, ja, um noch ein bisschen mehr aus diesem Modell herauszuholen. Die Details sind auch noch sehr, sehr schön gemacht, ja. Und wie immer findet ihr den Link zu diesem Modell in der Videobeschreibung. Schaut also unbedingt nochmal rein. Und jetzt schauen wir uns das Teil mal aus der Nähe an. Hier haben wir zunächst einmal das Schildchen, was da um seinen Hals hängt. Ja, there you go. Steht da drauf, auf dem Modell dagegen Gosnell, ja. Dann halt die üblichen Warnhinweise. Ja, und dann haben wir das Modell selbst. Das wird mit geöffnetem Maul gezeigt. Wenn die Kamera sich mal hier scharf stellt. Also hier zum Beispiel zu sehen sind winzig kleine Zähnchen. Man kann das Modell recht lustig biegen hier, ist recht simpel gemacht, sogar eine Zunge ist da zu sehen. Das Maul ist auch leicht noch rosa, mit der Lippenstift drauf. Die Augen sind genau schon wie beim anderen Modell auch recht fragwürdig bemalt, ich denke mal sogar übermalt. Ich denke, das eigentliche Auge ist die schwarze Pupille hier, die wird auch nicht sonderlich groß sein, das Auge, ist einfach nur gigantisch übermalt. Wird in einem Blau, Orange und Grau gezeigt. Der Hals ist auch wie beim kleineren Modell dem eines Elefantenrüssels sehr ähnlich. Unten recht flach, schöne Halswamme und ziemlich massiv, ja. Also recht ordentlich dargestellt hier. Ne? Schöne Strukturen der Haut sind noch zu sehen. Wenn auch sehr einfach, sehr spielzeugmäßig, ne? Ja, mal ein paar ausgeprägte Halsfalten noch, wie man hier schön sieht. Ja, dann muss schon das Schulterblatt. Das ist hier so etwas schnell besprüht mit Airbrush. Eine kräftige, markante Brust. Ja, simpel angedeutete Falten in den Gelenken. Eine interessante Darstellung der Füße. Besonders der Innenseite. Dann haben wir auch schon die Flanke. Seht ihr die Osteoderme, die ziehen sich wirklich vom Hals bis runter zum Schwanz. Hier sind ein paar dicke Kerben. Ja, so Alibi halber mal hingesetzt hier. Ne? Dann hier so ein paar dicke Falten, Hautfalten hier unten. Und da steht noch die Bezeichnung des Modells, die Diplodocus. Auch die Bauchunterseite, die Haut ist hier sehr ledern, sehr fleischig dargestellt. Und hier haben wir noch die Bezeichnung Gosnell mit einem Logo. Daher ist nicht so ganz eindeutig, ja, was ist jetzt eigentlich der Markenname? Gosnell oder Beryu? Oder ist das eine Zusammenarbeit zwischen zwei Firmen? Ja, dann haben wir hier schon die Schwanzunterseite. Hier wird es nochmal richtig markant. Noch der recht massiv abgesetzte Oberschenkel. Ein einfach gestalteter Unterschenkel. Und noch recht lustig gestaltete Füße. Dann haben wir hier den Schwanz mit dicken Falten hier noch in der Haut. Und der geht dann in ein ziemlich grelles Orange über.
Und biegt sich hinten noch. Oh, das ist so recht flexibel hier. Ne? Ja, wirklich ein gewaltiger Brocken. Ja, dann haben wir da noch die andere Seite. Das Auge ist hier ein bisschen schief gesetzt. Das ist der fleischige, recht merkwürdig aussehende Hals. Seite. Mir schienen die Farben so ein bisschen zu verlaufen, das Blau und das Orange. Da wird ein Gen gezeigt, der Fuß ist angewinkelt, so die Innenseite hier noch. Der andere Oberschenkel. Zehen, auch bei dem am Hinterfuß und hier noch der Übergang zum Schwanz. Also wirklich ein extremes Orange. Wirklich extrem. Aber an sich ein cooles Modell. Den Giganten einmal in der Ansicht von vorn, einmal in der Rückansicht und ich muss mit der Kamera wirklich extrem weit zurückgehen, um das ganze Teil überhaupt drauf zu bekommen. Hier in der Ansicht von oben ist extrem schwer, den zu zeigen, so. Und so sieht er in der Ansicht von unten aus. Tja, ihr Lieben, da ist auch schon der Riesendino im Vergleich zu dem Modell, das ich euch schon gezeigt habe. Und wie ihr seht, es ist ein erheblicher Größenunterschied. Ihr Lieben, das war es auch schon, das Review zum Berju Gosnell Diplodocus als die größere Variante von beiden. Ja. Und wie gesagt, den Link zu diesem Modell findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ihr dieses Teil auch unbedingt haben wollt. Ja, schaut also unbedingt nochmal rein. Und ich für meinen Teil klinke mich wieder aus, sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer, Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye! Thank you.